Franja und heute machen wir eine neue Folge Survival. Der Grund, warum es heute Survival gibt und nicht die neue Folge vom super coolen neuen Format, mit dem wir gestern angefangen haben, ist ja, dass es bei mir leider sehr, sehr, sehr leckt und ich deswegen nicht ordentlich aufnehmen kann. Und ich hoffe, dass ich das Problem beheben kann bis nächste Woche und dass wir uns dann ganz normal den Uploadplan halten können und ihr ab nächster Woche Mittwoch, Freitag, Sonntag, wie vorher geplant, auch die Videos sehen könnt. Aber bis dahin machen wir jetzt ein bisschen Ausweichprogramm. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und dass euch die Videos trotzdem gut gefallen, aber ich kann leider nicht so viel dran ändern im Moment. Deswegen fangen wir gleich mal an. So, da sind wir auch wieder. Ich habe mal das Bett abgebaut, was hier irgendwo im Nirgendwo stand, und das mal in die Kiste gepackt, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Ich baue auf jeden Fall heute ein bisschen Advancements zu meinem Haus. Ich glaube aber, es wird langsam schon dunkel. Das heißt, wir können uns ins Bett legen und schlafen. Ich weiß, viele von euch haben gesagt, Ronja, warum schläfst du denn nicht? Ich schlafe nun. Und ich habe gehört, es soll sonst auch ein bisschen gruselig werden, weil es wohl so eine Art Phantom gibt, was dich holen kommt, und das ist dann, glaube ich, auch nicht so schön. Ich mache hier trotzdem mal ein paar Fackeln hin, damit das Ganze dekorativer aussieht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich geholfen hat. Seien wir mal ehrlich, das war's nicht. Nee, das war nicht the way to go. Dann holen wir das Bett hier nochmal aus der Kiste raus, gar kein Problem. Dann stellen wir das jetzt hier halt nochmal provisorisch vor die Tür. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich kann auch in der Luft schlafen. Wir sind ein sogenannter Luftschläfer. Advancement made. Sweet dreams. Scheinbar können wir nicht in der Luft schlafen. Was? Okay, ich bin in der Wand erstickt. Das ist auch cool. Das kann jedem mal passieren. Ich komme an die Sachen ran, glaube ich. Ja, ich komme an die Sachen ran. Gar kein Problem. Das ist nicht schlimm. Das Bett ist nur wieder abgebaut. Ich meine, wir lernen aus unseren Fehlern. Ha? Das passiert im Besten. So, dann wieder. Warum hüpfe ich jedes Mal auf die Kiste, wenn ich das da irgendwas reintun möchte? Das macht alles nichts. Wir haben einen Plan. Und zwar ist der Plan, wir brauchen Holz, okay? Mit Holz können wir unser Haus verschönern. Es bringt ja nichts, wenn man ein mini-kleines Haus hat, wenn man da. Also, haben wir überhaupt eine Axt dabei? Ja, wir haben eine Axt. Zwar nur eine Holzaxt, aber hey, besser als nichts. Es bringt ja nichts, wenn man einfach irgendwie in der Gegend rumdödelt und dann hat man kein Haus, in das man abends zurückkommen kann, um sich zum Schlafen zu legen. Wir haben jetzt das Phantom gedodged, das heißt, wir sind auf der sicheren Seite und können hier ein bisschen Progress machen. Also Fortschritt machen. Ich weiß nicht, warum ich es überleidig sage, oft Sachen auf Englisch. Ich habe mir das irgendwann angewöhnt und es ist keine gute Eigenschaft. Aber was soll man tun? Oh. Wisst ihr was? Ich glaube, hier war irgendwo noch eine Höhle. Wisst ihr was? Vergessen wir den Plan mit dem Holz. Wir gehen in die Höhle, wenn wir die nochmal finden. Ich glaube, die war hier irgendwo. Die sah nämlich echt vielversprechend aus. Plus, ich habe... Oh, hier sind noch Eier. Ich habe gehört... Oh, ist das ein Häschen? Das ist ein Häschen! Okay, wir fahren nebenbei Holz ab, während wir die Höhle suchen. Ich habe nämlich gehört, dass es wohl auch Diamanten zu finden geben soll. Und das wäre so eine Diamantrüstung, das wäre schon was Schickes, habe ich mir gedacht. Ich meine, langsam aber sicher muss man ja auch mal Fortschritte machen. Wir können jetzt nicht ewig in unserem Haus... Ich meine, immerhin haben wir ein Holz aus Holz und nicht ein Haus aus Dreck. Aber ist... Hoppala. Aber ist es deswegen so viel besser? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Viele auch gesagt, okay, die Tür muss das Eisen sein. Das heißt, wir brauchen sowieso noch ein bisschen Eisen. Also muss ich wohl oder übel eh irgendeine Mine finden. Haben wir hier das Meer? Lass mich mal nachgucken. Vielleicht, das sieht eigentlich wirklich cool aus hier. Vielleicht können wir da ja mal tauchen gehen. Obwohl das, glaube ich, einfach nur große, langgewachsene Algen sind und nicht so viel Meerestiere. Oh, ist das ein Delfin? Moment, lass mich kurz schwimmen. Dim, 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 dim. Oh, was gibt's denn hier? Hier gibt's einen kleinen Schwarm. Fische! Kann man noch schneller schwimmen mit Doppel-W? Scheinbar. Ich meine, da einen Delfin gesehen zu haben und ich würde mir den echt gerne mal angucken. Das ist eine Schildkröte! Oh, ist das niedlich. Seht ihr das? Ah, oh, das ist ja super. Okay, wir haben eine Schildkröte gefunden. Wir haben kleine Forellenschwärme gefunden. Ich glaube, im Wasser gibt es für uns aber nicht allzu viel zu holen. Das heißt, ich schwimme einfach mal wieder schnell zurück an Land. Hier ist auch so eine kleine Insel. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen uns nachher, vielleicht nicht diese Folge, aber auf jeden Fall irgendwann im Verlauf der Serie, so ein kleines Ferienhaus auf eine von den Inseln hier, damit wir da mal gucken können. Hier gibt es auch Kürbisse. Da
kann ich ja mal vielleicht einen ernten, damit wir da auch ein bisschen Nahrung anbauen können. Und, nicht wahr? Das sind alles Ressourcen. Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Gras, da habt ihr, wie gesagt, gibt's Weizensamen. Nehme ich. Okay, da sind Schafe. Schafe auch mit unterschiedlicher... Oh, da war wohl ein totes Skelett. Unterschiedlicher Wolle. Ich habe jetzt ja meine Schere, also spricht ja nichts dagegen, hier einfach auch ein bisschen Wolle mit abzugrasen. Schwarze Wolle, weiße Wolle. Noch mehr schwarze Wolle. So, sehr, sehr schick. Und es ist wirklich sehr idyllisch hier. Ich glaube, ich habe einen echt guten Spawnpunkt gefunden. Also, kann ich mich nicht beklagen. Hier ist auch ein Pferd. Ich muss mal eine kleine Expedition starten in die Wüste zum Tempel, damit wir uns hier einen Sattel holen können. Oder irgendwas Vergleichbares, damit wir uns ein Hauspferdchen leisten können. Ich meine, hier ist die Höhle. Okay. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für Abenteuer? Oh Gott, hier ist schon... Auf geht's. Erstmal, erste Heldentat. Wir brauchen auf jeden Fall sowas wie Stöcke, weil sonst haben wir hier gleich ein Problem. Das war... Kohle haben wir noch nicht, aber wir haben hier eine Spitzhacke. Da haben wir noch eine Spitzhacke. Die kleine Fackel brauchen wir hier und das Schwert brauchen wir auch auf jeden Fall, falls da Monster sind. So, dann setzen wir doch erstmal... Oh Gott, ist das eine Schlucht? Kann ich da runter? Ist jetzt meine Frage. Mit einem beherzten Sprung in den Wasserfall? Meint ihr, glaubt ihr an mich? Okay, wir springen ja jetzt rein. 1, 2, 3. Alle mal gut festhalten. Okay, scheinbar überlebe ich das Ganze hier. Gut gelaufen. Gut gerettet. Was ist das? Ich glaube, das sieht mir aus wie irgendwas zum Kämpfen. Ich brauche auf... Oh, hier ist Eisen. Ich brauche auf jeden Fall erstmal Kohle, weil ohne Kohle gibt es keine Fackeln. Und ohne Fackeln ist es sehr dunkel hier. Das heißt, wir fahren hier erstmal, bis wir... Oh Gott, das Wasser treibt mich ja weg. Habe ich gerade den Block abgebaut, wo ich meine Fackel drauf gesetzt habe? Ich denke schon. Ich bin ja so intelligent. Wow. Ihr habt das Gefühl, das passiert aber. Sowas passiert. Da muss man einfach mal mit leben können. Das ist menschliches Versagen. Das passiert den Besten. Und auch mir. So. Ich glaube, hier hinten gibt es tatsächlich gar nicht mal so viel Kohle. Ich habe mir überhaupt nicht überlegt, wie ich hier wieder rauskommen soll, bin ich ganz ehrlich. Ich baue wahrscheinlich einfach nur einen großen Block aus Stein. Die Spitzhacke ist jetzt kaputt. Das heißt, wir wechseln auf die andere. Ich baue wahrscheinlich einfach nur einen großen Block aus Stein hoch und dann versuche ich mich da irgendwie wieder hochzuziehen. Ah, das ist die andere Art von... Oh, was haben wir denn hier? Sag mal... Was ist denn das? Wieso ist denn meine Spitzhacke da jetzt hingefallen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr irgendeine Ahnung, was da gerade passiert ist? Mysteriös, mysteriös. Naja, davon lassen wir uns jetzt einfach mal nicht aufhalten. Wir sind hier immer noch gut dabei im Abbau der Steinblöcke. Wo nirgendwo Kohle dahinter ist, das kann doch nicht sein. Warum ist denn hier nirgendwo Kohle? Ihr wollt mich doch verrückt machen. Nein, ich brauche Kohle, Mann. Kohle. Nicht Stein. Also Stein ist nicht schlecht. Versteht mich nicht falsch. Aber Kohle. Ich glaube, ich werde mir auch nochmal einen Crafting-Block hier einfach bauen, damit ich... hier so eine Art Zwischenbasis errichten kann. So. Und vor allem, damit ich mir eine neue Spitzhacke bilden kann. Aber ich habe ja, glaube ich, genug Holz. So, dann nehmen wir uns mal hier ein bisschen Holz raus, bauen uns einen kleinen Crafting-Block. Und ich habe eigentlich keinen Grund, das restliche Holz nicht umzuwandeln. Das heißt, wir nehmen uns das jetzt auch mal, setzen den Block hier hin, nehmen dann hier erstmal unser neues Holz. Machen Stöcke. Oh, Stöcke hatte ich ja schon. Wir brauchen keine Stöcke. Wir haben genug Stöcke. Egal. Wir haben jetzt halt Stöcke. In großen Mengen. So. Und dann bauen wir damit ein paar kleine, aber feine Werksgegenstände. Wie zum Beispiel 2 Pickaxe. Kann man nie genug von haben. Oh, die kann man leider nicht übereinander lagern. Dann machen wir... Schwerter haben wir noch. Ansonsten, was brauchen wir denn noch? Erstmal nichts für den Anfang. Also, wir brauchen Kohle, klar. Aber das haben wir jetzt halt nicht. So, den Block lasse ich hier auch nicht stehen, den nehme ich mit, damit ich irgendwo unten in der Höhle nochmal den Block aufbauen kann und alles in bester Ordnung ist. Und dann machen wir einfach weiter. Wer will uns denn aufhalten? Wir machen einfach weiter. Okay,
Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Nee. Ey, wir haben es jetzt versucht. Man muss auch einfach mal erkennen, wann ein Projekt verloren ist. Kann man denn hier den Aufzug wieder hoch... Ja, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier wohl oder übel mit Cobblestone wieder hochbauen. Es hilft alles nichts. So leid es mir tut. Es ist eigentlich wirklich schade, aber nicht mehr muss man da einfach auf den Sinn der Dinge hören. Dann bauen wir uns jetzt wieder hoch. Ich kann hier nicht weiter, weil hier ist... Oh, ich stehe an der Kante. Wir bauen uns hoch und wir sind bald wieder an der Oberfläche. Vielleicht finden wir dort auch Kohle. Es ist unbekannt, aber die Chance ist wahrscheinlich besser als in dieser... Ey! So, sag mal, hallo, Skelettmann. Wieso schießt du jetzt hier auf mich? Richtig unverschämt, ha? Seht ihr das? Da steckt ein Pfeil. Nee, also... Die Schlucht war ein mäßiger Erfolg, könnte man fast behaupten. Manche würden sagen, gar kein Erfolg, Ronja, aber es war ein mäßiger Erfolg. Aber das ist absolut gar kein Problem. Wir versuchen es morgen wieder. Ich lege mich jetzt erstmal kurz schlafen und dann... die ist ja nicht weit weg, die Schlucht. Das heißt, wir können einfach nochmal gucken und dann haben wir... Vielleicht haben wir noch eine Truhe, ein bisschen Kohle. Ich weiß auf jeden Fall noch, wo es welche gibt. Dann baue ich mein Bett diesmal auch nicht so idiotisch irgendwo ins Nirgendwo, sodass ich hier in der Wand ersticke, sondern wir versuchen das einfach mal strukturiert anzugehen. Und dann, hoppala. Es sieht so aus, als würde es klappen, aber es klappt einfach gar nicht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. So, ein neuer Tag und eine neue Chance auf Kohle. Was haben wir denn hier? Nichts, keine Kohle. Den Eimer nehmen wir mal mit. Komm, den Eimer nehmen wir mal mit. Der Kram kann weg. Eisenerz können wir schon mal in den Ofen packen. Oh, da haben wir super viel Kohle, das stimmt eigentlich. So, dann packen wir das ganze Eisenerz hier erstmal in den Ofen. Und dann nehmen wir uns so die Hälfte der Kohle mit, damit wir einfach Fackeln machen können, okay? Dann können wir nämlich wieder die Kluft erkunden. Ich glaube, das ist eine vielversprechende Aktion gewesen. Und, also, ich würd mir blöd vorkommen, wenn wir das nicht machen können. Das kann ja auch nicht sein. Das Bett haben wir jetzt halt auch dabei, Crafting Table auch. Das ist halt jetzt so, wir haben alles. Wir haben Spitzhacken, wir haben andere Dinge, wir haben Schwerter, wir könnten in den Kampf treten. Wir können uns, wenn wir irgendwo Kühe finden, auch ein bisschen Leder noch abziehen, damit wir eine schicke kleine Rüstung bauen können. Und dann haben wir das auch. Dann ist das nämlich alles gar kein Problem. Oh, hier geht's auch runter. Hier ist Kohle! Ich glaube, ich werde verrückt. Hier ist Kohle, seht ihr das? Ah! Obwohl, das ist gar nicht schlimm. Okay, hier kann ich runterspringen, richtig? Not bad. Ich bin jetzt ein bisschen stuck, aber... Oh. Das ist gar nicht schlimm, dass wir trotzdem Kohle mitgenommen haben, weil die muss man ja trotzdem immer noch hier rausholen, nicht wahr? Ah ne, die kommt hier automatisch raus. Ich dachte, die muss man auch schmelzen, aber ich hab's mit Eisen verwechselt. Das tut mir leid, ich bin ein bisschen neu in dem Spiel. So, aber ich freue mich, wir haben ein bisschen Backup-Kohle, das heißt, wir können hier auch ein bisschen länger in der Höhle bleiben. Das heißt, erste Heldentat, wir machen uns Fackeln. Zweite Heldentat, wir gehen ins Dunkle. Wir folgen einfach erstmal dem Wasserstrahl und schauen, wo der uns hinführt. Und wir haben Stöcke hier, wir haben Kohle hier. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal so viele... Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach mal so viele Fackeln, wie wir hier tragen können. Hier haben wir 64 und hier haben wir 25. Niemand braucht so viele Fackeln. Aber wir können da jetzt einfach großzügig mit umgehen. Das ist mir lieber, als wenn die jetzt hier nur sehr rar verteilt werden. Und dann sehe ich auch was. Hier geht es nämlich einfach weiter runter. Ich weiß, da ist Eisen. Das heißt, das Eisen hier, das baue ich erstmal kurz ab. Damit wir auch nichts verpassen. Nachdem wir erfolglos fast die ganze Wand abgebaut haben auf der verzweifelten Suche nach Kohle. Aber das passiert. Das passiert. Man kann ja nicht vorhersehen, wo irgendwas sein wird. Ich finde, hier ist es auch echt nicht schlimm, wenn man ein paar Fackeln mehr verteilt, weil ich werde ja wahrscheinlich nochmal hier in die Gruft gehen wollen. Das sieht wirklich tiefer aus. Wie geht's denn? Also, wie weit geht's denn hier runter? Oh, balla, da habe ich ein bisschen Schaden gekriegt. Hätte ich einfach ins Wasser springen sollen, ne? Wir folgen dem Wasser. Ich hoffe, hier sind nicht zu viele Monster. Ich bin ein bisschen angedamaged. Okay. Alles ist in Ordnung. Wir sind hier noch absolut in Sicherheit. Das ist ja richtig. Also, seht ihr das? Das ist ein richtiges Höhlensystem, was wir hier gerade entdeckt haben. Nein! So, nachdem wir in der Höhle draufgegangen sind, müssen wir wieder in die Höhle zurück, weil der Creeper, der uns hochgehauen hat, hat unsere ganzen Inventarsachen mit in den Tod gerissen. Das heißt, bin ich hier runter? Nein, das war komplett eine andere Schlucht. Ich muss erstmal die Stelle finden,
wo ich vorhin runtergehüpft bin. Und dann, ich glaube, die war aber hier ganz in der Nähe. Und dann können wir uns unsere Sachen runterholen. Und ich war gar nicht so tief drin. Ich meine, hier war das. Nee, hier war das nicht. Jetzt habe ich natürlich erstmal keine Fackeln, aber die sollten ja einfach bestehen bleiben. Das heißt, das ist alles kein Problem. Sag mal, wie viele Höhlen sind denn hier? Ich bin hier in so einer Art Höhlenlandschaft gelandet, scheinbar. Ich habe nämlich mein komplettes Inventar da drin gehabt. Upsi-Daisy, das macht man wohl nicht, ha? Huh? Und jetzt haben wir wieder kein Bett. Jetzt haben wir auch erstmal wieder ein Problem. Würde ich einfach mal sagen. Wir haben Eier, also könnten wir notfalls Spiegelei machen. Lam, yam. Lecker, lecker für Spiegelei. Decker, wo ist denn diese blöde Höhle? Also. Oh, hier. Hier ist es. Hier ist es. Alles klar. Und Abmarsch. Wieder geht's. Wieder runter. Dun, 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 dun. Ich bin ein Abenteurer. Wir sind auf Abenteuern. Und hier ist kein Creeper mehr, denn der ist in die Luft geflogen, als er uns getötet hat. Das heißt, wir kriegen auch noch Creeper-Loot, falls es sowas gibt. Da haben wir doch alles. Der ist auch unser Bett wieder. Schau. Sag mal. Also langsam, langsam ist es hier auch einfach nicht cool. So, den können wir hier nämlich einfach verzwiebeln. Sag ich. Bam. Bam. Den. Ja, dem haben wir es wieder gezeigt. Rüstung scheint einfach auch keine schlechte Sache zu sein in so einer Höhle. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe hier eigentlich noch Eisen gesehen gehabt. Das heißt, ich hätte auch ganz gerne hier noch das Eisen eingesammelt. Hier müssen wir erstmal kurz unser Inventar sortieren. Ich bin halbwegs froh, dass die, dass das Schwert nach unten gezogen wurde. Jetzt haben wir hier unsere Fackeln wieder. So, alles erste Sahne. Und dann bauen wir hier einfach ab. Gar kein Problem für mich. Einfach abbauen. Einfach farmen, farmen, farmen. Die Monster in der Höhle sind ja wirklich auch viele. Es tut mir leid, dass ich mich übrigens vom Creeper erschreckt habe. Ich versuche nicht mehr so viel herumzuschreien, aber es ist einfach auch ein sehr, sehr schockierendes Spiel. Möchte ich nur mal gesagt haben. Es ist sehr, sehr gruselig. Kommt denn all die Monster her? Sag mal. Hier ist nichts. Hier sind keine Monster. Ich bin hier nicht in Gefahr. Hier ist Kohle. Es ist auch so dunkel in diesen Minen immer, ne? Es ist auch so dunkel. Da unten ist was. Da unten leuchtet irgendwas. Was ist denn das? Das leuchtet rosa. Was ist denn das? Seht ihr das? Gehen wir da mal hin, oder? Irgendwas leuchtet hier rosa. Bis jetzt ist es weg. Wo ist es denn hin? Okay. Ich verfolge das pink Glitzernde. Mich wirklich interessiert, was das zu sagen hat. Seht ihr, das ist da hinten. Oh, Monster, Monster. Wir verfolgen nicht das pink Glitzernde. Ich bin nicht selbstmörderisch veranlagt. Nee. Wisst ihr was? Nee. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ich habe alles gesehen, was ich sehen musste. Es hat geglitzert, dann war es ein Vieh. Es war schwarz und es war groß und es war lang. Und, nein. Den Zombie haben wir bekämpfen können, den Creeper nicht. Das heißt, unsere Quote ist momentan auch nur ein solides 50-50, was ehrlich gesagt nicht so solide ist. Also, ja, eher negativ angehaucht. Ich habe ein bisschen... Ich erschrecke mich vor der Kohle, die runterfällt. An dem Punkt sind wir angekommen. Ich erschrecke mich vor der Kohle, die hier herunterfällt. Das kann doch nicht sein. Was ist denn das? Was ist denn das? Okay, hier, Kohle. Noch mehr Kohle. Es ist eine richtige Goldgrube hier. Ich meine, ich bin wirklich interessiert, was es hier noch gibt und wie weit wir kommen. Aber ich habe auch ein bisschen Schiss. Wie sieht's mit euch aus? Also... Seid ihr große Höhlenerkunder oder wart ihr eher so wie ich und ein Typ, ich baue mir eine Farm und ein Gewächshaus und stell die Monster auf friedlich und dann spiele ich erstmal ein schönes Röntchen und baue mein ganzes Obst und Gemüse an und habe eine kleine Farm für Kühe und eine kleine Farm für Schafe und eine kleine Farm für Hühnchen und eine kleine Farm für, frag mich was es halt noch so gab. Was gab es denn noch? Ich glaube, als ich gespielt habe, gab es tatsächlich gar nicht mehr so viele andere Sachen, aber das ist bestimmt mittlerweile anders. Obwohl, ich weiß nicht, ob Nutztiere viel dazugefügt wurden. Okay. Wisst ihr was? Ja, da hinten ist das pink Glitzernde, aber ich hab ein Schwert, okay? Ich bin gut ausgerüstet. Und wir sind ready. Der kann uns nämlich gar nichts. Der blöde Idiot hier.
So, wir greifen den von hinten an. Er sieht es nicht kommen. Das war's dann aber auch für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke und schaut unbedingt bei Tops und Flo vorbei. Die machen nämlich, glaube ich, planmäßig immer noch die Projekte und laden die auch an ihren Upload-Tagen hoch. Wie gesagt, ich arbeite daran, dass ich es bei mir gefixt kriege und dass wir auch weiter coole Phoenix-Videos produzieren können. Bis dann, macht's gut!